Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus der Kategorie Demo-Discs. Dieses Mal schauen wir uns die PlayStation Zone Volume 08 an. Und diese Demo-Disc erschien entweder im Juni oder im Juli 99. Bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, die kam immer einen Monat vorher und haben dann für den nächsten Monat gegolten. Deswegen müsste es Juni gewesen sein. Aber was haben wir denn hier Schönes drauf? Demos, Racing Simulation 2, Tony Hawk Skateboarding, GTA, Scars und Vigilante. Oder Vigilante, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Es ist auf jeden Fall wieder ein Spiel dabei, wo ich Skill beweisen muss, und zwar Tony Hawk Skateboarding. Und dadurch, dass ich kein Skill in solchen Spielen habe, werde ich wahrscheinlich wieder failen. Naja, macht ja nichts. Was haben wir denn an Videos drauf? Rayman 2, Army Man 3D, Rainbow Six, GTA London und Monkey Hero. Das kommt mir so ein bisschen bekannt vor. Die Demo ist ungefähr gleich zusammengestellt wie die, die ich schon mal letztens hatte. Zumindest war da auch ein Video von Army Man 3D drauf. Und wir hatten, glaube ich, auch eine Demo zu Tony Hawk Skateboarding 1 oder was 2? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ist auch egal. Ich würde sagen, wir starten einfach mal mit Racing Simulation 2. Ein roter Ladebalken. Ein sehr schöner roter Ladebalken. Racing Simulation 2. Das Spiel ist ein bisschen laut. Ich mache das für euch ein bisschen leiser. Für mich ist es ein bisschen laut. Ich versuche auch nicht zu schreien. So, hier gibt es Arcade. Zwei Spieler geteilt, also Splitscreen oder die Garage. Kanada oder Italien? Keine Ahnung. Ich starte jetzt einfach mal in Arcade rein. Ladetomate. Ist das ein Formel-1-Spiel oder was ist das? Oder ein Formel, überhaupt ein Formel-irgendwas-Spiel? Sieht zumindest so aus von diesem Screen her. Ja, ist es. Okay, gucken wir mal. Oh, das klingt aber komisch. Das könnte eines der früheren Spiele sein. Für die PS1. Sound ist ein bisschen, naja. Das klingt wie hochgepitchte Autos. Aber die Steuerung ist sehr cool. Sehr, sehr eingängig. Also überhaupt kein Delay. Wow. Green, green. Da stand gerade green, green, grün, grün. Aber man sieht, wenn die Autos ein bisschen weiter weg sind vorne, dann haben sie die Aktualisierungsrate von den Wagen einfach nur kürzer geschraubt. Dann ruckeln die nur noch so übers Bild. Nicht mehr, keine flüssige Animation mehr. Oh, Entschuldigung. Jeder Formel 1 Liebhaber wird mich jetzt wahrscheinlich dafür hassen, dass ich den jetzt angedotzt habe. Oh. Da hat man es gerade wieder gesehen, dass die Autos nur so ein bisschen hin und her gezappelt sind. Checkpoint, sehr schön. Das Schild hing auch in der Luft, da war kein Seil oder nichts dran. Also ist ein bisschen detailärmer, das Spiel, aber das macht nichts. Dafür ist die Steuerung sehr, sehr, sehr geil. Sehr direkt. Also wenn ich einen Knopf drücke, dann passiert auch was. Hier gibt es keinen Input-Lag. Oh, Sand. Nein. Ich wollte gerade sagen, ich habe mich schon so weit nach vorne gekämpft, aber dabei sind es ja gerade mal 10 Positionen, die ich weiter geschafft habe. Ah. Oh. Und ich wieder in den Sand. Komm, ich kotze ab. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ah. So. Und ich habe ein paar überholt. Alles gut. Entschuldigung. Huch. Wie gesagt, bis auf, dass die Autos ein bisschen komisch klingen. So hochgepitchte Formel 1 Wagen. Spielt sich's echt gut. Mal ein bisschen konzentrieren, damit ich hier mal was schaffe. Ich bin Platz 4. Hoppala. Entschuldigung. Ich möchte gerne noch Erster werden. Das wäre mal sehr, sehr gut. Ich glaube, hier gibt es auch nicht unbedingt eine großartige Gummiband-KI, so wie es sich jetzt zumindest anfühlt.
man macht einen Fahrfehler und wird nicht direkt wieder von allen überrundet oder überholt. Ja, überrundet in den meisten Fällen sogar. Oh, da ist aber einer. Eieieiei, da war mir aber einer sehr auf den Fersen, gerade auf der linken Seite. Komm schon. Zieh. Zeit verlängert. Sehr gut. Wow. Die bremsen immer sehr abrupt ab. Deswegen muss man da wirklich ein bisschen aufpassen, dass man den nicht hinten reinkracht. Aber ja, wenn sie halt so abrupt abbremsen und genau in meiner Fahrspur sind, ja, dann passiert es halt nun mal, dass ich den hinten reinkrache. Ich müsste mal so ein bisschen den Streckenverlauf mir oben immer so ein bisschen anschauen. Aber dafür habe ich gar keine Zeit. Auch wieder so ein Spiel, wo man die Strecke auswendig lernen kann, muss. Die Steuerung ist echt sehr, sehr geil. Das gefällt mir sehr gut. Sehr direkt. Macht echt Spaß. Uah. Oh Gott, ich möchte Erster bleiben. Bitte. Da ist schon wieder einer an meinen Fersen. Überholt auch gleich, wie es aussieht. Ja. Jetzt habe ich auf das Schild geachtet am Straßenrand. Von daher alles gut. Ich glaube, hier stehen noch ab und zu mal Schilder. Muss ich nur mal drauf achten. Das ist das Ziel. Da ist schon wieder einer auf den Fersen. Hau ab, da vorne ist das Ziel. Komm schon, ich schaff den Ersten. Ja, ich hab Ersten geschafft. Yippie, cool. Gewonnen, Erster. Aber wirklich cooles Spiel, muss man sagen. Also ich bin kein Formel-1-Fan, wie gerade eben schon gesagt, aber die Steuerung ist sehr, sehr eingängig. Die funktioniert wirklich Millisekunden genau. Und es sieht ja, halbwegs okay aus, sag ich mal. Es ist jetzt keine Grafikpracht, aber ist okay. Für das, was es sein will, ist es total okay. So, das war Racing Simulation 2. Schönes Spiel, wie gesagt, kann man machen. Tony Hawk's Skateboarding. Ja. Na, ja, das kann ja heiter werden. Ich hatte doch, glaube ich, letztens auch auf einer anderen Demo das Tony Hawk's Pro Skater drauf gehabt. Oder Pro Skateboarding? Nee, Tony Hawk's Skateboarding. Genau, das kommt mir bekannt vor. Single Session. Wir fahren natürlich mit Tony. Wem sollte man denn sonst nehmen? Die anderen kenne ich nicht. Ich kenne eigentlich gar keinen davon. Ich kenne nicht mal Tony. Das ist nur der Name. Namensgeber. Ja, das hatte ich letztens schon gespielt. Okay. Kann ich ja zeigen, wie ich wieder nichts reiße in dem Spiel. Kann man hier irgendwie Geschwindigkeit aufnehmen? Nee, ne? Oh, Wallride. Schön. Ich kann hier nicht noch Geschwindigkeit aufnehmen. Er wird nicht schneller irgendwie. Ah. Japan Air. Boah, gut. Oh, läuft diesmal. Ich habe nicht geübt. Oh, okay. Jetzt habe ich mich das erste Mal ordentlich aufs Fressbrett gelegt. Das zweite Mal ordentlich aufs Fressbrett gelegt. Ich muss korrigieren. So, ich nehme mal ein bisschen Anlauf. Ein Madonna. 180. 360 Flip. Hui, da bin ich wieder auf die Fresse geflogen. Komm, fahr ein bisschen schneller. Nein, impossible. Ich kenne leider die Tastenkombination nicht. Hui, aber irgendwie, wenn ich Dreieck drücke, dann lege ich mich tierisch auf die Fresse. Kickflip. Das war nix. Au, eieiei. Da stand das Board falsch. Deswegen habe ich mich gelegt. Ich bin ja mal auf das Remake gespannt, wenn es jetzt im September rauskommt. Ah, jetzt kriege ich gerade nichts mehr auf die Reihe. Komm, zieh hoch. 360 Flip. Tail Grab. Jetzt kriege ich langsam ordentlich Geschwindigkeit hier rein in den Laden. Ah, aber dafür haben wir insgesamt 7960 Punkte bekommen. Ja, ich sag mal, nicht verkehrt, ne? Und dadurch, dass wir es ja letztens schon mal auf einer Demo hatten, mache ich jetzt einfach einen Exit und keinen Retry. Weil man muss ja nicht übertreiben.
Daten werden geladen. Ach, das habe ich so lange nicht mehr gesehen, dieses Symbol. Das ist, eigentlich hat man das immer nur gesehen, wenn die CD nicht lesbar war. Okay, das war Tony Hawk's Skateboarding. Jetzt kommt GTA. Ach, GTA war auch so wunderschön. Das habe ich geliebt. Und ich habe zuerst den zweiten Teil gespielt und dann den ersten. Und dann fand ich es doof, dass es beim zweiten keine Motorräder mehr gab. Oder habe ich doch zuerst den ersten gespielt? Ich weiß es nicht mehr. BMG Interactive. Genau, ich habe zuerst den ersten gespielt. Doch, den hatte ich mir mal ausgeborgt von einem Kumpel. Und ich glaube, dann kam der zweite raus oder war irgendwie mal auf einer Demo oder irgendwie sowas. Und dann waren da keine Motorräder mehr drin. Das fand ich schade. DMA Design. GTA. 1997 DMA Design. Das war noch bevor sie Rockstar hießen. Und bevor sie von Gremlins Interactive aufgekauft wurden. So, wir spielen natürlich auf Deutsch. Und jetzt kommt wieder das geile Lied. Kommt es jetzt? Das ist ein anderes Lied als das bei der Vollversion, wie es scheint. Das ist ein anderes Lied. Na gut. Haben sie dann wahrscheinlich später in der Vollversion nochmal geändert. So, ein fixer Ladescreen. Mit einem fortschreitenden Ladebalken. Der sollte auch gleich gefüllt sein. Und zwar in 3, 2, 1. Ah, sieh zu, dass du den auf, was du, dass du Aufträge an Land ziehst, um welche zu kriegen. Nimm die Anrufe im South Park entgegen und denk dran, irgendwas anderes. Konnte jetzt nicht so schnell lesen. So, einsteigen ist mit, hä? Mit Viereck, okay. Interessant. Ich kenne es eigentlich nur mit Dreieck einsteigen, aber gut. Wahrscheinlich noch die alte Steuerung gewesen. Oder Demo-Steuerung, das kann natürlich auch sein. So, da sind Telefonzellen und hier werden wir uns sogleich erstmal eine Knarre schnappen. Ich glaube, hier liegt ein Colt drin. Genau. Dann steige ich mal aus der Karre aus. Und das Schöne, also... Huch, wieso kann ich nicht... Ah, okay. Das war ja wieder die andere Steuerung. Drehen kann man ja mit dem Analog-Sticks... Quatsch, mit dem Digipad. Und laufen tut man mit X. Und was wollte ich gerade sagen? Genau, das Spiel war ja schon komplett in 3D gewesen. Das wissen viele nicht. Also nicht komplett in 3D, aber die Stadt war komplett in 3D gewesen. Die Fahrzeuge und die Menschen sind alle in 2D. Deswegen sind die auch so ein bisschen platt. Das sieht man hier auch so ein bisschen. Aber die Städte und so weiter sind halt in 3D. Das sieht man daran, dass man hier an der Ecke zum Beispiel eine Perspektive hat. Genau. So, okay, dann würde ich mal einen Auftrag annehmen. Wie kann ich denn die Knarre wechseln eigentlich? Ne, ich wollte nicht einsteigen. Sorry. Kann die Knarre... Doch, kann ich. Mit L1 kann ich die wechseln. Schon so lange nicht mehr gespielt. Wir brauchen zwei Taxen für einen Bruch in einer Bank. Bring sie zu den Docks in New... Guernsey. Guernsey. Wir brauchen ein Taxi. Bist du ein Taxi? Du bist doch ein Taxi, oder? Halt! Bleib doch stehen! Nein! Ich brauche ein Taxi. Jetzt ist wieder mal keins da. Und ich glaube, das war gar kein Taxi. Das ist auch kein Taxi. Huch. Entschuldigung. Wie kann ich rückwärts fahren? Mit Dreieck. Sehr interessante Steuerung. Ich glaube, wir müssen erstmal das Taxi finden. Bist du ein Taxi? Nee. So. Huch. Entschuldigung. Ich muss mich erstmal ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. Wie gesagt, ist ungewohnt. Dreieck rückwärts fahren. Willst du deinen Job im... Was? Pizza-Chat wieder haben? Ruf mich an. Chat. Stimmt, ich glaube, der Charakter hieß Chat, ne? Es gab ja 3 oder 4 Charaktere im ersten GTA. Und ich meine, der erste hieß Chat. Kann das sein? Boah. Geh weg. So. Ich habe eigentlich auch noch ein Angespielt-Video, fällt mir gerade ein, auf dem Kanal. Och. Okay, zum Glück hat ihn das nicht interessiert, dass ich ihn angefahren habe. War aber auch seine eigene Schuld. Warum fährt er auch wie so ein Doofer? So, wo müssen wir denn jetzt eigentlich hin, um das Taxi zu finden? Ja, es müsste hier irgendwo um die Ecke sein. Hoffe ich doch mal. Huch, böser Baum. Wie komme ich denn da hin? Ich bin hier, glaube ich, verkehrt. Kann das sein? Ich bin hier ein bisschen verkehrt. Nein!
Blöder Baum. Ich hätte über die Brücke fahren müssen, die hier oben irgendwo war. Boah. Das ist ganz schön ungewohnt, wenn man lange kein GTA 1 mehr gespielt hat. Oder GTA 1 bis 2, inklusive 2. Da muss man sich erstmal wieder dran gewöhnen, dass man hier diese Helikopterkamera hat, wie man sie früher genannt hat. Weil man, es hieß eigentlich immer, dass man aus einem Helikopter verfolgt wird. Habe ich zumindest irgendwo, glaube ich, mal in einem Magazin oder so gelesen. Hier müssen wir rüber, genau. Dass man aus einem Helikopter verfolgt wird die ganze Zeit und dass das diese Kameraperspektive wäre. Helikopterkamera. Na, ob es nun stimmt oder nicht, keine Ahnung. Halt, da komme ich nicht durch. Ich dachte, ich kann hier irgendwo abkürzen. Entschuldigung. Es gab ja hier im ersten Teil gab es ja auch noch die Elvis-Gang, ne? Aha, aha. Swing, Baby. Swing, Baby. Aha, aha. Ich glaube, Hare Krishna oder so hießen die ja in dem Falle. Ne? Ich weiß es aber gar nicht mehr. Ich weiß auch gar nicht, ob die Demo zeitbegrenzt ist. GTA 2, die Demo war nämlich zeitbegrenzt. Das weiß ich noch, weil ich die nämlich immer rauf und runter gezockt habe. Wie ein Kaputter. Sag mal, wo muss ich denn hin? Huch. Jetzt habe ich hier irgendwie einen Kran. Hä? Bin ich hier richtig? Das sieht zumindest so aus. Oh, ich komme hier nicht rein. Mando. Muss hier aussteigen. Das sieht doch so aus, als wenn ich da runter muss, oder? Hä? Kann ich irgendwie... Wie konnte ich mir das nochmal anzeigen lassen, was ich für eine Mission habe? Oh. Huch, da ist mir einer entfleucht. Ich weiß gar nicht, was war denn jetzt nochmal die Mission? Ich sollte ein Taxi entweder holen oder hierher bringen. Keine Ahnung. Wenn ich Select drücke, starte dann die Demo-Disc neu, weil normalerweise war Select, glaube ich, immer den Text nochmal einblenden. Ich guck einfach mal. Und wenn, ansonsten macht sie ja auch nichts. Ah. Okay, kann ich mir nicht nochmal anzeigen lassen. Oder ich muss hier runterfahren. Nee. Ich bin ja von hier unten gekommen, ich Doofkopf. Sorry, vielleicht muss ich noch woanders hinfahren. Lass mal gucken. Vielleicht ging es noch weiter runter. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe jetzt auch gerade keine Karte hier. Die müsste ich erst holen. Und nur um mal eine Demo zu spielen, hole ich jetzt keine Karte. Entschuldigung. Da war es eins dieser Mopeds, was ich da mal gerade ermittelt habe. Ging es hier nochmal irgendwo weiter runter? Muss mal schauen. Ich habe jetzt den Text leider gerade nicht so schnell gelesen und verstehen können. Das ist immer ein bisschen schwierig vorlesen und gleichzeitig zu kapieren, was da das Spiel von einem verlangt und außerdem noch moderieren. Ich glaube jetzt einfach mal den hier. Ich glaube, das ist ein Taxi. Sieht zumindest aus wie ein Taxi. Hallo, komme ich hier mal drüber? Wie komme ich hier nochmal drüber? Nein, ich will nicht einsteigen. Ah! Lass mich vorbei, ich hänge an einem Pixel. So, jetzt gib mir mal die Karre her. Taxi, wir haben ein Taxi. Ich sollte irgendwas mit einem Taxi machen, das weiß ich. Sollte ich das Taxi da unten... Ah, verschrotten oder wie? Ich fand bei den ersten GTA-Teilen immer noch so lustig, dass sie ihre eigene Musik gemacht haben. Weil sie ja keine Lizenzmusik verwenden konnten. Oder wollten, oder wie auch immer. Ich glaube, beim dritten war es auch noch so gewesen, ne? Da gab es auch keine Lizenzmusik, ich weiß es gar nicht mehr. Obwohl doch, der dritte hatte Lizenzmusik. Lass mich doch mal vorbei, du blöder Bus. Mann, nee. Doofer Omnibus. Das andere ist ein Schulbus, glaube ich. Echt schwierig, so von oben zu navigieren, wenn man nicht sieht, wo man eigentlich hinfährt. Nicht anhalten, bitte. So. Jetzt probiere ich das nochmal mit dem Taxi. Ich sollte, glaube ich, mit einem Taxi hier runter. Mal gucken. Na, lass mich da rein. Och, du doofer Poller. Ah. Sehr gut. Okay. Das hat geklappt.
Gucken wir mal. Was macht denn der jetzt mit dem Taxi? Okay, jetzt noch einen. Ich muss noch einen zweiten Taxi. Zwei Test-Taxi finden. Was ist das für ein Deutsch, ey? Jetzt habe ich leider hier kein Auto. Jetzt muss ich da mal ein bisschen nach da oben laufen. Mal gucken, ob ich direkt einen Taxi finde. So. Gucken wir mal. Aber es ist halt echt erstaunlich, was aus der GTA-Reihe geworden ist, ne? Wenn man sich mal das Spiel hier anguckt, wie gesagt, es ist in 2D, 3D, Pseudo 3D, mehr oder weniger, die Stadt ist in 3D. Ah, und da war die Demo auch schon vorbei. Es geht wirklich nach Zeit. Schade, 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 Tomate. Wie beim zweiten Teil geht auch die erste Demo nach Zeit. Ich glaube, das waren jetzt 10 Minuten oder so. 5 oder 10 Minuten, irgendwie so in dem Dreh. Naja, macht nichts. Aber trotz alledem, ein schönes Spiel, GTA 1. Wie gesagt, ich habe da auch einen angetestet auf dem Kanal. Kann man sich gerne angucken. So, als nächstes kommt Scars. Ist meines Erachtens auch ein Rennspiel. Drücken Sie die Reset-Taste, um zurück zum Menü zu kehren. Scars. Ich kenne nur Stars. Aber das war ja Resident Evil. 2. 1. Ja, aber 1. Vivid Image. Gibt's, glaube ich, auch gar nicht mehr, ne? Sagt mir nichts mehr. So, wir haben einmal Hüpfen, Rear View, Weapon, Swap Weapon, View Mode, Headlight, Accelerate, Brake und Reverse. Ah, Press Start. Ein Spieler. So. VividNet Uploading. Carbon Cup, Round 1, Adstack, Uploading, Generate World. Oh, cool. Ah, das ist hier mit so Mini-Fahrzeugen. Cool. Sowas wie hieß das? Nescar. Nee, nicht Nescar. Wie hießen diese kleinen Flitzer? Diese kleinen Metallautos. Ich komme gerade nicht drauf. Wie hießen die verdammt nochmal? Hot Wheels. Hot Wheels Racer. Hieß das, glaube ich, das Spiel, was ich gerade gesucht habe. Huch. Ah. Hey! Sag mal, geh weg da! Ah. Es ist halt wieder auch so ein Racer, wo man mit Waffen schießen kann. So, ich sag mal, à la Crash Team Racing, ne? Aua! Aber ich krieg Punkte dafür, dass ich mich überschlage. Naja, auch nicht verkehrt. Aber es kommt mir ein kleines bisschen zu langsam vor, finde ich. Also die Spielgeschwindigkeit ist ein bisschen zu langsam. Ich meine, wir haben hier so einen kleinen Flitzer. Au. Und irgendwie, der hätte ein bisschen schneller sein können. Oh nein. Ja, fahr du da rein. Wie kann ich denn hüpfen? Ah, mit L1 kann man hüpfen. Haha, getroffen. Getroffen. Ah! Unterlassen Sie das. Ist cool mit dem Hüpfen. Das hat gesessen. Bam. Ho! Haha. Habe ich euch getroffen? Das wäre sehr schön. So, das ist jetzt meine Barriere hier. Die kann man bestimmt irgendwie nach hinten schießen. Da, blöde Wand. Ah, man kann echt nach hinten schießen. Wie cool. Jetzt habe ich zwei getroffen. Auf jeden Fall. Uah. Welcher Platz bin ich denn eigentlich? Oh, ich bin Erster. Ich habe mich schon gewundert, warum kommt denn da keiner mehr nach da vorne? Huch. Habe ich eigentlich eine Waffe? Gerade? Ja, ich hatte eine. Huch, der ist doch da reingefahren. Ah, der hat ein Schild gerade gehabt. Nein, 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 scheiß Magnet. Entschuldigung für die Kraftausdrücke. Ich war gerade Erster die ganze Zeit. Ah, nicht in die Bombe rein. Geh weg. Ich will das Ding nicht. Oh. Das ist echt cool mit dem Hüpfen.
ging bei Crash Team Racing zwar nur bedingt hüpfen, aber es ging. Also man konnte da so um die Ecke strafen. Ein Magnet. Oh. Nee, hör mal auf da. Huch, da kam mir einer entgegen. Ich glaube, der ist verkehrt rumgefahren. Oh nö, nicht überholen, nicht überholen. Wie viele Runden ist denn das eigentlich? 3 von 8? 8 Runden? Willst du mich verarschen? Ey, ich habe ein Schild gehabt. Vier von 8 Runden. Das sind auch viele Runden. Bam. Oh, nö. Bin gehüpft, aber ich bin zu früh gehüpft. Ja. Wenn man ein Timing wie eine tote Katze hat, ne? Dann passiert sowas. Das kommt mir vor, als wäre ich schon mehr als 4 Runden gefahren. Ich habe 2-mal getroffen. Sehr schön. Ja, das habe ich jetzt nicht getroffen. Dann macht nichts. Oh, hier ist ganz schön rutschig. Ach, der kam mir vorhin gar nicht entgegen, scheinbar. Das war nur so eine optische Täuschung. Könnte es sein. Oh. Oh, schon vorbei. Schade. Das hat sich jetzt schon alleine. End of Demo. Thank you for playing. You had a small taste for the full flavor. Look out for the final release of Scars. Aber schönes Spiel. Macht auf jeden Fall Spaß. Und erinnert halt so ein bisschen an ja, andere Spiele des gleichen Genres. Ne? Crash Team Racing. Nur als Veteran genannt. Gut, das war dann also Scars. Dann fehlt jetzt nur noch Vigilante 8. Ich glaube, das war doch auch ein Rennspiel, oder? Vigilante? Oder war das ein Rollenspiel? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Was war Vigilante? Ja, wir werden es gleich sehen. Auf jeden Fall ein Spiel von Activision. Damals zu der Zeit, wo sie noch gute Spiele gemacht haben. Halbwegs. Quality Made Entertainment. Luxoflux. Noch nie gehört. Luxoflux. Das klingt nicht nach einem tollen, sehr gut klingenden Namen. Ich sag doch, ein Rennspiel. Muss ich's doch. Wir haben einmal einen 75er Palomino, einen 69er Manta, 2-Player. Und das war's. Ich nehme einfach mal den 69er Manta, weil das ist mir wenigstens ein geläufiges Auto. Ein Manta, kennen wir aus den Filmen Manta, ne? Opel ist das, glaube ich, ne? Opel Manta, kann das sein? Ölfelder. Ist das auch wieder so ein Spiel? Das ist auch so ein Spiel? Oder ist irgendwie... Ah, nee, man kann sich hier gegenseitig abballern. Huch, wie fährt denn die Karre? Ja, wie gesagt, ich kenne Vigilante nicht. Aua. Wäre schön gewesen, wenn man das Steuerungskonzept nochmal alle angezeigt. So. Wie kann ich ihn jetzt hier... Oh, ich hab's, glaube ich, kaputt gemacht. Ach cool, ich hab seine Scheibe kaputt geschossen. Ah, das sind Raketen. Hey. Vorsichtig. Muss man die hier kaputt machen, die Raffinerie, oder was ist das? Komm, wir machen jetzt einfach mal hier mit. Ist ganz schön laut, das Spiel. Muss man mal so sagen. So. Ich treffe ihn nicht. Muss ich ihn vor allem kaputt machen, oder was ist hier das Ziel? So, ich glaube, der ist kaputt, oder? Nee.
Ich muss sagen, ist ein sehr komisches Spiel. Aua. Huch. Ah, ich bin hier über meine eigene Mine gefahren. Ich glaube, mein Auto ist auch zur Hälfte kaputt gerade. Treffe ich nicht. Warte mal rückwärts. Warum fährt er nicht? Ein sehr, sehr komisches Spiel. Trifft jetzt nicht unbedingt meinen Geschmack. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was ich machen muss. Muss ich den Grünen kaputt machen oder was? Ich muss den Grünen kaputt machen. Wow! Was ist das denn? Was war? Was hat er denn gemacht? Hat er gerade die ganze Karte neu transformiert? Ich wollte gerade sagen, schon formatiert, aber das wäre das falsche Wort. Kann ich. Ah. Wo kann man die Kamera wechseln? Wie lange geht dieses Spiel eigentlich? Bis einer kaputt geht? Oder bis das Team kaputt geht? Aua! Ach man, da unten habe ich ja die Anzeige für mein Auto, sehe ich gerade. Ah. Sag mal! Bleib hier! Aua! Das tat weh. Ah, ich habe auch keine Raketen gerade mehr. Müssen wir da welche einsammeln. Ach, da repariert sich immer der Drecksack. Aua! Au! Hä? Warum ist mein Auto wieder ganz gegangen? Habe ich irgendwas eingesammelt? Ich habe nur noch diese eine Knarre. Mal gucken, ob ich irgendwo eine andere noch finde. Ich habe auf jeden Fall ein sehr, sehr seltsames Spiel. Ist er kaputt? Ja, ist er. Ich habe ihn, glaube ich, kaputt gemacht. Dich mache ich auch noch kaputt, du Drecksack. Jawohl. Ich habe ihn zerstört. So. Wo ist denn immer noch einer? Ach, hinter mir. Hä? Du bist ja immer noch ganz. Oder gibt es sich doppelt und dreifach? Könnte auch sein, ne? Ah! Wo bist du hin? Och, Minro, tanzen wir jetzt hier wie eine prima Ballerina im Kreis, oder wie? Oh, mein Auto ist schon ziemlich runter. Oben gibt es einen Blitz. Den wollte ich gerade haben, du Drecksack. Au. Ich glaube, das war eine Mine. Nee, es war das, was er geschossen hat. Okay. Hey, 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 hey. Wo ist er denn? Da ist er. Oh, das sammelt immer die Power-Ups ein. Ich will auch mal eins. Mieser Sack. Der fährt aber immer nur zwischen den Power-Ups hin und her. Ist hier drüben schon wieder da? Nee. Da ist eins. Jetzt habe ich wieder eins. Keine Ahnung, was für eins. Mein Auto ist auch schon ziemlich runter. So, wo ist der Sack? Da liegt eine Mine. Aufpassen. Ja, ich habe ihn kaputt gemacht. Palamino destroyed. Habe ich gewonnen? Ich glaube, ich habe gewonnen. Oder? Es ist doch keiner mehr übrig. Hello? Ich habe gewonnen. Cool. Ja, und habe das Auto noch gegen das Tor gesetzt. Ja, okay. Vigilante 8 ist jetzt nicht unbedingt mein Spiel. Also war auch ein bisschen sehr, sehr krabbelig gewesen. Also wem es gefällt, warum nicht? Mir persönlich hat es eher nicht gefallen. Aber gut. Das waren, glaube ich, auch schon die Demos. Genau, gucken wir mal noch in die Videos rein. Rayman 2. Kennt man ja mittlerweile eigentlich, ne? Habe ich auch schon auf dem Kanal gehabt.
Das Schöne am zweiten Teil war ja, dass er eine konsequente Fortsetzung des ersten Teils ist, dass die Figuren jetzt endlich sprechen gelernt haben, dass es jetzt vor allen Dingen in 3D ist. Und ich glaube, Rayman zählt ja auch bis heute noch zu einer der erfolgreichsten Marken von Ubisoft. Und viele sind ja auch noch traurig, dass Ubisoft in den letzten Jahren nichts mehr draus gemacht hat. Das Einzige, was sie ja nur rausgebracht haben, waren ja immer irgendwelche Spiele mit den Rabbids. Und deswegen wünschen sich halt viele noch ein neues Rayman. Oder ein neues Rayman Raving Rabbids, oder wie das hieß, glaube ich, war ja der letzte Teil. Der ja auch für fast alle Konsolen irgendwie erschienen ist, so gefühlt. Aber ich, wie gesagt, ich war noch nie der großartige Fan von Rayman. Ich fand das Genre, beziehungsweise nicht das Genre, also das Spiel an für sich immer cool. Diese anthropomorphe Figur, die halt keine Arme hat und nur Hände und Beine. Nee, Quatsch, Hände und Füße. Und war schon irgendwie immer ziemlich cool. Vielleicht sollte ich dem Ganzen auch nochmal eine Chance geben, weil, wie gesagt, der zweite Teil mir ja eigentlich recht gut gefallen hatte in meinem Angespielt. Na, mal gucken. Ich weiß halt nur nicht, ob so ein Jump'n'Run-Spiel was für ein Kanal wäre. Deswegen, ja, mal schauen. Ach, guck mal, hier kann er sich sogar so hochhangeln. Ah, cool, also schöne Ideen auf jeden Fall drin gehabt im Spiel, muss man wirklich sagen. So mit dem Klettern und Festhalten und Fliegen. Hat eigentlich alles das, was ein klassisches Jump'n'Run-Spiel haben sollte. Ja. Bossgegner, wie es scheint. Schon cool. Vor allen Dingen im Release Dezember 1999, ne? Das ist schon, war schon einer der späteren Titel. Sag ich jetzt mal. Aber sieht man ihm auch an, also sieht echt gut aus. So, das war das. Army Man 3D, ich glaube, das hat man letztens was gesehen, oder? War das das? Ich guck mal. Ne, das war nicht Army Man, oder? Das war das mit diesen grünen Figuren. Ich glaube, das war Army Man. Doch, ist es. Ah, diesmal ist es kein Gameplay, sondern ein Trailer. Cool. Diesmal ist es kein selbst aufgenommenes Gameplay. Huch. Ist einfach abgebrochen. Naja. Rainbow Six, das habe ich sogar da. Ich fand das eigentlich damals ganz cool. Hat Spaß gemacht. Ich habe es auch durchgespielt. War auch nicht einfach. Wenn ich schon die Steuerung alleine hier sehe, das ist wieder ein selbst aufgenommenes Video. Hat sich jemand echt versucht, da so ein bisschen durchzukämpfen. Was halt echt interessant wäre, wie man damals diese Sachen gecaptured hat. Muss man ja offensichtlich mit dem PC gecaptured haben. Aber wie das, ob das da schon irgendwie eine Capture-Karte oder sowas gab, glaube ich nicht. Naja, wir werden das erfahren. Denke ich mal. Irgendwann. Vielleicht bald. Wer weiß. Huch. Er wollte jetzt gerade nicht schießen. Du musst auf den Gegner schießen, Junge. Ach, schieß ihn doch. Jetzt gegen Riot hier. Ach, komm ich mal klar gerade. Ja, jetzt hat er keine Muni mehr. Zwei Schuss noch. Und tot. Das könnte glatt ich sein. Ja, das ist Nachtsichtgerät. Also derjenige, der es getestet hat, hat es offenbar, spielt es zum ersten Mal, wie es aussieht. Ich möchte hier niemandem irgendwas unterstellen, aber zumindest sieht es so aus. So, jetzt hat er die Tür aufgemacht. Naja. Es hat mir echt Spaß gemacht, das Spiel damals. Muss man sagen. War schon ziemlich cool. Man konnte, glaube ich, auch immer zwischen den einzelnen Figuren wechseln. Man hatte, glaube ich, mehrere Figuren im Team und alle hatten sie ihre Special-Fähigkeiten, kann das sein? Wo ist es schon so lange her? Ich kann mich nicht mehr genau dran erinnern. Aber es ist jetzt auch nicht ein Titel, der auf die PS Classic als Standardtitel mit drauf gehört hätte, muss man auch dazu sagen. Also so dermaßen hatte die Massen nicht irgendwie überzeugen können. Du musst schießen, danke. Deswegen, also warum hat man das mit draufgepackt? Keine Ahnung, vielleicht weil man ein Spiel von Take-Two noch haben wollte. Hm. Wer weiß. Oder die Lizenz war billig. Das kann auch sein. Naja, wie auch immer. Also wie gesagt, ich fand es gar nicht mal so schlecht, aber wenn man das jetzt aus heutiger Sicht so sieht, hui. Das sollte man lieber mit der Maus spielen. Oh, Granate. Eine Flashbang? Ja, gut. Ich schmeiße eine Granate und warte auf Dinge, die da passieren. Und noch eine geworfen. Kann das sein? Ja.
Du musst auch treffen. Ah, 30 Schuss. Ja, gucken wir nochmal die Handschusslöcher an. Sehr gut. Oh, schön. Also das, ja, hätte ein etwas professionelleres Gameplay gerade vortragen. Das sah jetzt nicht sehr einladend aus. Na gut, GTA London. Wir hatten ja gerade GTA in einer Demo gehabt, auch mit auf der Disc drauf. Da passt es ja eigentlich ganz gut, dass wir ein Video zu GTA London haben. Ich glaube, der wurde gerade ausgeraubt. Ohne Benji im UK-Flaggendesign. Ja, du musst aufsteigen. Aufsteigen. Mit Quadrat. Das ist wieder auch mal kein tolles Video. Ja, genau, du hast es geschafft. Yippie. Oh Gott, ey, wenn man sowas heute abliefern würde als Gameplay-Videos. Eieieiei. Also von professioneller Seite. Eieieiei. Aber sieht schon echt cool aus. Halt wie GTA 1, nur mit mehr, ne? Mehr GTA 1 in London halt. Ist auch schade, dass so wenig Spiele irgendwie außerhalb von Amerika spielen. Also gerade solche Open-World-Spiele. Ich meine, ein GTA Berlin könnte ich mir jetzt nicht wirklich vorstellen. Was im Übrigen eine Erweiterung für den ersten Teil sein sollte. GTA Berlin war zumindest der interne Name. Und das Spiel ist aber leider nie rausgekommen. Also die Erweiterung für den ersten Teil. Stattdessen kam halt GTA London. Und danach sollte GTA Berlin kommen. Ist aber nie was draus geworden. Was dann nun passiert ist, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich weiß nur, dass das irgendwann mal in Entwicklung war. Aber ja, vielleicht war man mit GTA 2 schon so weit fortgeschritten, dass man gesagt hatte, cool, wir brauchen jetzt keinen GTA Berlin mehr. Kann ja sein. Ja, müsst ihr mal ein bisschen Action hier zeigen, nicht einfach immer nur rumlaufen. Hol doch mal eine Karre und fahr mal mit einer Karre rum. Heieieiei. Oder knall mal irgendwas ab. Ja, na endlich mal ein Fahrzeug. Damit man mal sieht, wie sie... Ja, gut, okay. Das hatte ich auch das Problem eben. Möchte mich nicht beschweren. Aber wenigstens sieht man jetzt mal was, was in dem Spiel abgeht. Gesagt, wenn du vorher nie ein GTA gespielt hast... Okay, das andere ist ja auch der Demo zum Glück mit drauf. Ja, ich habe die Karre vor den Baum gesetzt. Ich habe jetzt keinen Bock mehr auf das Auto. Hä, was macht der Spieler denn da? Oder der Redakteur? Ich gehe mal davon aus, dass es von einem Redakteur aufgenommen wurde. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Weil ich glaube, professionelles Gameplay hätte nicht so ausgesehen. Mission fehlgeschlagen. Du solltest den mitnehmen und nicht überfahren. Ach, schön. Ah, herrlich. Okay, das war GTA London, das Gameplay. Gucken wir mal noch einen Monkey Hero. Das kenne ich auch gar nicht. Seltsame Statue. Ich bin Rondroid. Was ist denn ein Rondroid? Oh, ist das ein Jump'n'Run oder ein Hack'n'Slash? Sieht aus wie ein Hack'n'Slash. Ah, ist glaube ich ein Hack'n'Slash, ne? Oder Hack'n'Slay, Hack'n'Slash. Huch, da hat das Video kurz gehangen. Also entweder hat das Video gerade gehangen oder die Aufnahme. Ne, die Aufnahme hängt. Hängt das Video? Nein, das Video, also bei mir persönlich kann es gerade nicht hängen. Ich spiele das Ganze ja über einen Emulator ab. Also eine kaputte Lasereinheit meinerseits kann es nicht sein. Ich glaube, das Video ist kaputt. Das kann auch mal sein. Wäre jetzt aber ehrlich gesagt auch kein Spiel, was mich irgendwie vom Hocker haut. Sieht irgendwie ein bisschen langweilig aus. Weiß ich nicht. Monkey Hero. Der Affenheld. Ja, nee. Ist nicht unbedingt meins. Working hard, I see. Good for you, Monkey. Ah, dass das Video die ganze Zeit hängt, ist ärgerlich. Schade. Ob das eventuell mit meiner Digitalisierung zusammenhängt? Ich habe ja die CDs alle eingescannt, sozusagen. Also ein Image draus gemacht. Könnte sein, dass da, wenn der Kratzer auf der CD oder so drauf sind, dass er das nicht richtig einliest und dann das Video da ein bisschen drunter gelitten hat. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Naja. Blam. Blam war auch ein Spiel, meine ich, ne? B-L-A-M. Blam.
Sagt mir was. War das Ingame-Werbung für andere Spiele? Könnte sein. Grafikstil ist auf jeden Fall cool. Der gefällt mir. Aber das Spiel an und für sich zeigt jetzt nicht irgendwie großartig was Tolles. Also, weiß es leider nicht. Ist nicht so, meins wäre es nicht. Der Spieler weiß hier wieder nicht, was er machen soll. Na gut, ich skippe mal das Video, würde ich sagen. Kann ich das skippen? Ich kann es nicht skippen. Wir müssen uns das zu Ende angucken. Schade. Ich hätte es jetzt mal geskippt, weil es halt die ganze Zeit so ruckelt. Ich weiß nicht, ob es an der Aufnahme oder am Video selber liegt. Hätte mich auf jeden Fall nicht vom Hocker gehauen. Puh. Ich hoffe mal, es geht nicht mehr allzu lange. Ja, wie gesagt, das sieht halt wirklich sehr langweilig aus. Bruch. Ein junger Baum. Wer bin ich? Und da war's. Auch zum Glück schon vorbei. Also Monkey Hero nicht unbedingt mein Spiel. Das sah mir jetzt sehr, sehr langweilig aus. Gut, was haben wir denn noch für Work in Progress? Was ist das denn alles? Sind das Screenshots oder was? Oder sind das Videos? Ah, guck mal, Screenshots. Aber die sind auch sehr, sehr niedrig aufgelöst. Also man hat hier sehr, sehr, sehr pixelig. Ja, gut. 320x240er Auflösung wahrscheinlich, ne? Bedenke man immer. So, das war sogar schon. Komme ich jetzt raus? Da. Castrol Honda Superbike. Ich meine, ich finde das schön mit diesen Screenshots. Da kann man sich nochmal so ein paar Sachen angucken. Oh, ist der Screenshot verkehrt rum? Der ist gespiegelt. Hä? Sind das nur die zwei Screenshots? Nee, okay. War irgendwie gerade komisch. Ich glaube, die sind alle gespiegelt, die Screenshots. Was ist da los? Hä? Der hier wiederum nicht. Okay. Ja, also ein Motorradrennspiel ist jetzt nicht unbedingt großartig toll. Demolition Racer, das sagt mir auch was. Das sieht auch cool aus. Ah. Schönes Rennspiel, wie es scheint. Könnte sowas wie Destruction Derby sein. In die Richtung geht das irgendwie. Interessant. Final Fantasy 8. Mal gucken, was sind da für schöne Screens drin? Das so nichtssagende Screens. Der Screen hier, der ist sehr komisch, ne? Weiß ich nicht. Ja, das ist auch nichtssagend irgendwie. Das ist ein Viech, wie es aussieht, was gerade geklatscht wird. Also hätte man bessere Screens machen können. Ob die jetzt nun von Square gekommen sind oder ob die aus der Redaktion gekommen sind, weiß man nicht. Gran Turismo, Mission Impossible. Das komische Boxspiel. Was haben wir noch? Irgendwas Interessantes? Rough and Tumble. Das habe ich ja letztens erst geholt. Das hat mir echt sehr gut gefallen. Wie gesagt, da fand ich diesen Stil fand ich extrem knuffig. Deswegen habe ich mir das Spiel geholt. Muss ich auch unbedingt mal spielen. Um zu wissen, ob das mir wirklich gefällt. Na gut. Dann noch Silent Hill. Hatten wir ja auch Ost auf dem Kanal gehabt. Naja. Was kann ich denn mit X? Ah, kann ich ausblenden. Ah. Ja, hatten wir ja alles schon, wie gesagt, auf dem Kanal gehabt. Nicht verkehrt. WWF Attitude. Ich muss mal reingucken. Da muss ich mal kurz reingucken. Achtung, meine Güte. Das sieht noch sehr altbacken aus. Obwohl, es geht eigentlich, ne? Sieht teilweise besser aus als SmackDown. SmackDown kam aber später. Na ja gut, warum nicht? So, was haben wir denn noch? Demnächst erhältlich. Bugs Bunny, Centipede, Croc, G-Police, Saboteur, UEFA Striker, Jammalemmy und WeRally. Sind das auch wieder Screenshots? Ich glaube, ne? Ja, hier sind auch wieder Screenshots drauf. Das habe ich auch gerne gespielt, das Bugs Bunny auf Zeitreise. Aber das war sehr schwer, fand ich. Ich habe es auch nie durchgespielt. Na gut. Das dazu, Hit-Tipp. Was ist denn Hit-Tipp? Driver. Auch wieder Screenshots? Hier sind sehr viele Screenshots drauf. Cool. Kann man auf jeden Fall machen. Also wenn man mal Screenshots braucht, kann man sich so eine Playzone rausnehmen. Also so eine Demo-Disc und kann sich da Screenshots rausziehen.
Die sind jetzt zwar nicht gerade in der besten Qualität, aber was will man machen? Ne? Wie gesagt, das ist halt. Wir reden ja hier immerhin von 1999. Ah, der Cyborg Ninja. Schön. Hier bei Psycho Mantis im Raum. Das ist vor Psycho Mantis. Das ist Meryl, gerade aus der Zelle raus. Das ist nachdem wir aus der Zelle rausgekommen sind beim DARPA-Schief. Vermeintlichen DARPA-Schief. Das war ja Decoy Octopus. Das war's schon. Schönes Spiel. Need for Speed 4. Ridge Racer 4. Was haben wir noch? Tipps und Tricks Lexikon. Hier waren ja immer irgendwelche Tipps und Tricks drin gewesen. Ne? Beziehungsweise Cheats. Früher hat man Tipps und Tricks genannt. Spiellexikon. Hier konnte man sich nochmal so ein paar Sachen durchlesen zu Spielen. Ich sag jetzt mal zum Beispiel Entertainment. Zu Musik zum Beispiel. Hersteller Codemasters. Genre Entertainment. Spieler 1. Besonderheiten keine. Wer bereit ist, sich in Musik einzuarbeiten, dem steht ein breites Spektrum an Samples und Grafikeffekten zur Verfügung. Grafik 65%, na gut, es ist jetzt auch nur ein Sampler-Tool. Was willst du da erwarten für eine großartige Grafik? Sound 80 und gesamt immerhin eine 78 bekommen. Naja. Nicht schlecht. Okay, wir haben noch Safe Games für diverse Spiele. Einmal Apes Exodus, Crash Bandicoot, Gex, Gran Turismo, Metal Gear Solid VR Training, Need for Speed, Ridge Racer, Soul Blade, Spyro the Dragon, Taifu, Tekken Tucker, Tomb Raider 3 und Wild Arms. Also wenn man da irgendwie mal, das fand ich immer ziemlich cool, weil mit so einer Demo-CD bin ich in Driver zum Beispiel mal über dieses blöde Garagendingens drüber gekommen, Tiefgaragen-Level, dieses Training am Anfang. Und das hat mir sehr geholfen. Also das fand ich auch immer ziemlich cool. Und wir haben noch die Credits. Wer war denn hier Chefredakteur? Der Hans Ippisch, Redakteur Werner, Marco, Michael, Florian, Jens und so weiter. Ich kann hier leider nicht anhalten. Doof. Ja, schön. Cool. Na gut, dann würde ich sagen, war's das auch mit der PlayStation Zone Volume 8. Ich hoffe, es hat euch ein wenig Spaß gemacht und ich würde mich vor allen Dingen freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn wir uns wieder eine Demo-Disc angucken. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!